Was ist eigentlich wirklich demütig? Dieser Frage wollen wir heute nachgehen, am Freitag, den 3. Mai 2019, in der Atempause der täglichen Online-Bibelleseandacht mit dem Herzen im Himmel und beiden Beinen auf dem Boden. Im Römer 15, Vers 14 bis 21 lesen wir heute weiter nach dem ökumenischen Bibelleseplan. Wir wollen ja in 4 Jahren durch das Neue Testament und in 8 Jahren durch alle wesentlichen Texte der Bibel hindurchlesen und uns damit beschäftigen. Und ich habe heute als Überschrift gewählt über diesen Text aus Römer 15, echt demütig sein. Das Stichwort Demut oder demütig kommt einem ja sehr antiquiert vor. Da stellt man sich irgendwas Unterwürfiges vor, was irgendwie verklemmt, lächelndes, so aggressionsunterdrückend, freundlich, christlich, irgendwie so. Demut hat so den Beigeschmack von, da bist du der Loser unter den Starken. Ist auf jeden Fall ein Wort, das ziemlich aus der Mode gekommen ist und das Demütigsein selber auch. Und deshalb wollen wir heute mal schauen, wie Paulus das für sich selber definiert und was wir davon für uns lernen können, was eigentlich wahre, wirkliche, echte Demut ist. Römer 15, Abvers 14. Brüder und Schwestern, was euch angeht, bin ich fest davon überzeugt, ihr habt wirklich den besten Willen und alle nötige Erkenntnis. Ihr seid auch fähig, euch gegenseitig zur Vernunft zu bringen. Stellenweise habe ich euch recht offen geschrieben, damit wollte ich euch einiges ins Gedächtnis rufen. Gott hat mich in seiner Gnade zum Diener von Christus Jesus unter den Heiden berufen. Ich verrichte einen heiligen Dienst, indem ich die gute Nachricht verkünde. Dadurch sollen die Heiden zu einer Gabe werden, die Gott gerne annimmt. Denn der Heilige Geist selbst hat sie heilig gemacht. Wenn ich vor Gott auf etwas stolz sein darf, dann nur auf meine Verbundenheit mit Christus Jesus. Denn ich werde es nicht wagen, etwas vorzubringen, das nicht Christus durch mich gewirkt hat, nämlich dass die Heiden nun Gott gehorsam sind. Durch mein Wort und meine Tat hat er es bewirkt. Das bestätigt er durch machtvolle Zeichen und Wunder und durch die Kraft von Gottes Geist. So konnte ich die gute Nachricht von Christus verbreiten, ausgehend von Jerusalem und dem ganzen Umkreis bis hin nach Illyrien. Eines aber war für mich Ehrensache, ich verkündete die gute Nachricht nirgends, wo man schon den Namen von Christus anruft. Ich wollte ja nicht auf einem Fundament bauen, das jemand anderes gelegt hat. Vielmehr hielt ich mich an das, was in der Heiligen Schrift steht. Gerade die sollen ihn sehen, denen er noch nicht verkündet wurde. Und gerade die sollen es begreifen, die noch nie etwas davon gehört haben. Paulus bringt den Römern der Gemeinde in Rom im 1. Jahrhundert, vielleicht so in der Größenordnung die Jahre 50, 60 nach Christus, bringt er ihnen noch einmal sein Selbstverständnis nahe, wie er sich versteht, wer er ist, was sein Auftrag ist. Paulus ist ja derjenige, der das Evangelium, die gute Nachricht, die frohe Botschaft von Jesus zu den Nichtjuden gebracht hat, zu den Heiden. Heiden sind ja die Nichtjuden. Im Gegensatz zu den Juden, das ist das Volk Gottes, das Volk Israel. Und so ist das seine spezielle Berufung, dass die gute Nachricht von Jesus jetzt auch die nicht-jüdischen Menschen erreicht, die also nicht nur durch den ehemaligen Bundesschluss Gottes mit seinem Volk Israel mit Gott verbunden sind, sondern die auf einem ganz eigenen Weg dazukommen als Heiden, als Nichtjuden, die, wie Paulus an anderer Stelle in Römer 9 bis 11 gesagt hat, die eingefropft werden in den Baum der Verheißung, in den Baum des Bundes mit Gott und jetzt genauso
die Möglichkeit haben, mit Gott versöhnt zu werden, wie das berufene Volk Gottes Israel selbst. Diese Unterscheidung und dann auch die Überwindung der Unterscheidung war ja im ersten Jahrhundert die große Sensation, die für jüdische Ohren so unglaublich war, dass nämlich Gott nicht nur seinem berufenen Volk Israel, dem ursprünglichen Volk Gottes, gnädig sein will, sondern der ganzen Welt. In der Verkündigung Jesu ist es ja völlig offensichtlich, dass es der ganzen Welt dient. Und so ist eine Christenheit entstanden, die aus Judenchristen und Heidenchristen gewachsen ist. Inzwischen ist das im Weltmaßstab genau umgekehrt, dass die Heidenchristen, also die Christen aus den Heiden, die also keine Juden sind, eine viel größere, zig Millionen mal größere Zahl von Menschen ist als die Christen aus den Juden, also die messianischen Juden. Und dennoch gilt immer noch das Gleiche. Die Christen aus den Heiden und die Christen aus den Juden sind gemeinsam von Gott berufen, in Jesus Christus zu einem Leben mit Gott, eingeladen zum Leben, zur Barmherzigkeit, zur Gnade und sind dem Himmel versprochen. Und Paulus beschreibt in der Situation damals, das war ja alles relativ frisch, dass auch Heiden Christen werden können und mit Gott versöhnt werden können. Paulus beschreibt sein Wirken als Heidenmissionar und das besonders in den Versen 18 und 19. Denn ich werde es nicht wagen, etwas vorzubringen, das nicht Christus durch mich gewirkt hat, nämlich dass die Heiden nun Gott gehorsam sind. Durch mein Wort und meine Tat hat er es bewirkt. Das muss man einfach mal ganz bewusst und langsam lesen, damit man versteht, was echte Demut ist. Paulus sagt nicht, ich habe gar nichts gemacht, es hat alles der Herr gemacht. Paulus sagt nicht, ich habe das alles selbst gemacht. Paulus sagt auch nicht, ich bin ein Wurm, der überhaupt keine Bedeutung hat. Alle Wirkungen, die durch meinen Dienst, durch mein Leben geschehen sind, sind einfach übernatürliches Wirken Gottes. Nein, er gebraucht eine andere Formulierung. Das, was Christus durch mich gewirkt hat. Oder unten durch mein Wort und meine Tat hat er es bewirkt. Da erkennen wir den Christen Paulus, der mit ganzem Ernst und ganzer Hingabe sich seiner Aufgabe widmet, nämlich das Evangelium von Jesus Christus den Nichtjuden zu bringen, der sich ganz zur Verfügung stellt, der Reisen unternimmt, der sich einsetzt, der Opfer bringt, der sich bemüht um verständliche Verkündigungsformen und Inhalte, der alles gibt, der für seinen Weg verfolgt wird, der Schiffbruch erleidet, der versucht wird zu steinigen, der schlimmste Gefängnisaufenthalte erleben musste wegen des Evangeliums, der wirklich sich selbst gegeben hat und eingesetzt hat ohne Ende. Und auf der anderen Seite sagt, das, was da hervorgekommen ist, zum Beispiel die Gemeinden in Rom und in Ephesus und in Korinth und wo auch immer sie waren, in Kleinasien, das, was an Wirkung entstanden ist, das, was an Zeichen und Wundern geschehen ist, das, was an Umkehr im Herzen und im Leben bewirkt wurde bei so vielen Menschen, das hat Gott, das hat Christus durch mich bewirkt. Echte Demut ist sich der Abhängigkeit von dem Wirken des Herrn Jesus Christus in mir und durch mich
bewusst zu sein. Das bewahrt vor zwei Dingen. Das eine ist, dass man viel zu gering von sich denkt, als ob Gott eigentlich alles auch ohne mich machen könnte. Das könnte er vielleicht, aber er will es nicht. Er will es mit uns und durch uns machen. Also wir haben eine wertvolle Bedeutung in Gottes Weg mit der Welt, dass wir als seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, als seine Dienerinnen und Diener, dass wir als Leute, die ihm zur Verfügung stehen, als seine Instrumente in dieser Welt, nötig sind, notwendig sind, dass er durch uns hindurchwirkt. Wir haben einen Wert, wir haben eine Würde. Man könnte es auch ein bisschen deutlicher formulieren. Wir sind wer? Wir sind Kinder Gottes. Wir sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Gottes. Das heißt aber nicht, dass es, also die eine Gefahr auf der einen Seite vom Pferd zu fallen, dass wir uns praktisch als Nicht-Existenz und völlig egal und unwürdig und nicht wirklich wichtig ansehen, das stimmt so nicht. Das ist die eine Gefahr. Und die andere Gefahr ist, dass wir das, was geschieht, was Gott durch uns wirkt, ganz gleich in welcher Art von Aufgabe und Dienst, dass wir uns das selber zuschreiben und stolz werden, was wir geschafft haben. Das ist die andere Seite vom Pferd, wo wir auch nicht runterfallen sollen. Deswegen sagt Paulus, nein, das hat Christus durch mich bewirkt. Dahinter steht dieses große Geheimnis, das wir in Galater 2, Vers 20 bei Paulus finden, wo er sagt, nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Oder wenn Jesus gesagt hat in Johannes 7, Vers 38, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers ausgehen. Und dann heißt es erläuternd im nächsten Vers, das sagt er aber von dem Heiligen Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glauben. Also da ist etwas, was uns demütig macht, in dem Sinne, dass wir wissen, wir sind abhängig von dem, was Gott uns anvertraut, was wir weitergeben dürfen. Wir sind abhängig davon, dass Gott uns gebraucht, um durch uns hindurch Gutes zu bewirken. Also wenn ein Christ eine Aufgabe gut erfüllt, bei der was rauskommt, dann muss er anschließend nicht sagen, es war alles Käse und eigentlich war das ja alles gar nichts und Gott allein die Ehre, sondern er kann sagen, ja, das ist gut gelungen, ich freue mich darüber und ich weiß, dass das alles Geschenke Gottes sind. Die Begabungen, die er gegeben hat, die Möglichkeiten, die er geschenkt hat und die Wirkungen, die entstehen in einem solchen Dienst. Ob jemand demütig ist, echt demütig ist, erkennt man daran, ob er immer wieder Gott bittet, von ihm gebraucht zu werden. Also wer einfach in seine Dienste hineinmarschiert, ohne sich der Abhängigkeit von Gott bewusst zu sein, der wird vielleicht ganz schnell dahin enden, dass er Erfolge sich selbst zuschreibt und Misserfolge machen ihn dann fix und fertig, weil er versagt hat oder so. Gott möchte diese echte Demut und diese echte Demut zeichnet sich durch etwas anderes aus. Die Abhängigkeit von Gott als Glück zu begreifen. Und dann ist beides wichtig, dass wir uns ganz und gar zur Verfügung stellen, dass wir einbringen, was wir haben, Kraft, Zeit, Geld, Begabungen, Beziehungen, was auch immer. Und andererseits uns bewusst sind, das sind alles Geschenke Gottes und uns bewusst sind, Herr, und jetzt bitte ich dich, dass du durch mich wirkst. Das ist echte Demut, das ist echte Abhängigkeit von Gott. Das ist dieses tiefe Wissen, da ist einer über mir. Ich bin nicht der Chef meines Lebens, ich habe einen Chef und der heißt Jesus Christus.
Und in dieser Abhängigkeit, in dieser Grundhaltung des Demütigseins, in dieser Haltung kann man zum großen Segen werden für viele, so wie Paulus, der den Mittelmeerraum für das Evangelium eingenommen hat, in dieser Haltung. Christus durch mich. Das geht, weil Christus in mir lebt. Von dieser Grundhaltung können wir nur lernen und uns immer mehr dafür öffnen, dass wir verstehen, wir sind ein Kanal, durch den Gottes Geist fließt, um Gutes, Hilfreiches, Wertvolles, Ewiges, Sinnvolles zu wirken, mitten in dieser verlorenen Welt. Herr Jesus Christus, so wollen wir uns dir öffnen. Wir wollen echt demütig sein und lernen, echt demütig zu sein. Vergib uns, wo wir stolz auf uns sind und das überhaupt keine Grundlage hat, weil wir vergessen haben, wie du uns beschenkt hast, wie du durch uns gewirkt hast, wie du an Menschen gehandelt hast, durch uns hindurch. Vergib uns allen selbstgefälligen Stolz, alle Selbstreflexion im Sinne des Stolzes auf uns selbst und des Hochmutes oder der Überhebung über andere. Herr, wir bitten dich, dass du uns hilfst, die Abhängigkeit von dir zu suchen und als unser Glück zu begreifen. Und dann genau die Erfahrung zu machen, die Paulus auch gemacht hat, dass du durch Menschen wirkst, dass du uns gebrauchst. Hilf uns, Herr, dass wir in Abhängigkeit von dir zum Segen werden für viele. Und das auch heute. Amen. Echt demütig sein war das Thema der Atempause von heute, Freitag, den 3. Mai 2019. Wir haben dazu Römer 15, die Verse 14 bis 21 gelesen. Vielleicht ist jetzt ein Moment hilfreich, einfach die Augen zu schließen und Gott, um Jesus zu sagen, gebrauche mich, wirke du durch mich, ich will dir zur Verfügung stehen, auch heute. Und so diese Haltung der Demut, diese Haltung der Abhängigkeit von Gott einzuüben, ganz schlicht. Mit einigen Momenten der Stille vor unserem Herrn Jesus Christus. Der ist ja da, der auferstandene Gekreuzigte, er ist gegenwärtig und er freut sich, wenn wir uns ihm zur Verfügung stellen, denn dann kann er uns wirksam gebrauchen. Gott segne dich darin, Gott behüte dich. Ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder, wenn wir weiterlesen im Römerbrief in der Atempause von morgen. Bis dahin.